Hallo liebe Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu The Division. So, jetzt müssen wir mal gucken hier, wie das hier alles funktioniert. Keine Ahnung. Klinik. So. Ausbauen, Kosten. Jeder Flügel hat 10 Ausbauten. Klinik. Ja, Vorräte 700. Erfordert Medizinflügel Güter für jeden Ausbau, den sie vornehmen wollen. Man erhält Medizinflügel Güter, indem man medizinische Einsätze und medizinische Kämpfe abschließt. Alles klar. Jeder Ausbau trägt Potenzial zum Fortschritt des Flügels bei. Ihr entsperrt eine Fertigkeit für die Monotalente. Okay. Bringt ihnen eine Hilfe. Yeah, okay, das habe ich verstanden. Füllen wir durch. Ausbauen. Ja, auf jeden Fall. Die Verbesserungen sehen gut aus. Wenn wir das überleben, hole ich sie in mein Labor. Toll. Neue Fertigkeiten können gemacht werden. So. Beratung, Kinderkrankenpflege. Dekontaminierungseinheit. Das hört sich gut an, glaube ich. Talentbelohnung, Talent an der Erste Hilfe ist halt bei verminderten Lebensfunktionen benutzt, um sie über 100% zu steigern. Talente. Ja, einen verbündet mit einer Fertigkeit heilen und Cooldown, okay. Schock und Scheu, ein Gegner unter Sperrfall zu nehmen, stellt in Bewegung für 10 Sekunden. Aha, also es gibt echt viele Vorteile. Krass, da gibt es aber einige Vorteile. Tja, ich glaube, ich nehme mal hier das hier. Beratung. Neues Talent. Entsperrte Fähigkeiten. Ja, sehr gut. Ah ja, und dann kann man den ganzen Flügel damit ausbauen. Das ist ja ziemlich cool. Lebensratgeber einer von 24. Aber ich bin noch in der Gruppe drin auf jeden Fall. Ah, ja so, jeder fängt mal klein an und jetzt ist es eine Klinik. Endlich genug Personal, um Zivilisten zu behandeln. Wir haben alle Hände voll zu tun. Endlich. Dieses Krisenberatungszentrum ist sehr wichtig. Die körperliche Gesundheit der Bevölkerung ist eine Sache, aber wir müssen uns auch um die psychischen Traumata kümmern. Ja, wo ist denn mein Teamkollege hin? Hallo? Hey, viel ich hab was Bewegung Sie rund um Grand Sind Sie Central auf irgendwas gestoßen? Ich habe keine Ahnung, wo der Typ hingelaufen ist. Nice. Truvular drücken. Ist das das genau oben in der Tür? Ah. Komisches Gier. Kommen Sie schnell wieder. Natürlich komme ich schon wieder. Hat ja sonst nichts zu tun. So, dann werde ich jetzt Inventar und dann werde ich G36C kann ich nicht zu meiner sekundären Waffe machen, glaube ich, oder? Nee, kann ich nicht. Ab ins Lager damit. Achso, warte mal, ich hatte ja noch mehr gehabt. Inventar. Nur hier und weg damit. So, nö, ne? Das ist immer gut. Ja, jetzt, wo der Garten sicher ist, können wir uns um viel mehr Vertriebene kümmern. Wo ist denn jetzt hier mein Typ hier? Also mein Gruppenmitglied. Und das sind sogar zwei. Ich habe keine Ahnung, die sind ohne Witz. Vielleicht laufen die irgendwo draußen rum. Aber ich sehe auch gar keinen. Warte mal, war das nicht ein Tabulator? Wie war das denn mit den Gruppen? Ach, ist das alles Gruppenverwaltung, da ist es doch. Gruppe verlassen. Ah, okay. Dafür muss man extra laden, also. Okay. Inter
interessant auf jeden Fall. Achso, Fertigkeiten habe ich ja auch noch. Oh, also das ist wirklich eine Menge. Oh, das ist aber cool. Heilung. Also Heilung nehme ich auf jeden Fall mit ins Boot. Kuh. Also Heilung auch jemandem geben, wenn es sein muss. Kann ich denn irgendwie Talent nicht zugewiesen? Ich kann also auf jeden Fall Talente noch machen. Warte mal, da, Talente. Sie haben nicht zugewiesene Talente. Was soll denn mein Talent sein? Erste Hilfe ist übergegangen, einsetzen. Ach so. Man muss sich echt ein bisschen reinfuchsen. Tja, okay. Ist ja schwer. Warte mal. War das Escape? Was ist hier denn los? Oder habe ich jetzt noch einen Punkt? Nee, der blinkt dabei Vorteile auf. Oder? Ich habe echt null Ahnung. Beratung. Okay. Inventar, zwei neue Objekte. Wo denn? Ach, hier! Hüte. Ja, kann ich die nicht verkaufen? Ich hab mittlerweile so viele Hüte. Eine Jacke. Habe ich auch eine neue. Doppeljacke Asche. Aha. Interessant auf jeden Fall. Was das hier nicht alles so gibt, Winterjacke. Ja, komm. Ist doch eine richtig schöne Winterjacke, oder? Sie oh Mann. So. Ja, eigentlich wollte ich ja eine Gruppe, ne? Aber irgendwie. Zwei Freunde online. Das ist aber schön. Die haben nur keine so Division. Ja, wie ging das denn gerade, dass ich da... Ach, geh! Bestätigen den Erfolg von Phase 1. Ich habe keine Ahnung. Das ist mir irgendwie ein bisschen... halt. Ah, der möchte mich schon was. Ja. Moment, was bezwecken Sie damit? Ah, da ist einer, der bedürftig ist. Danke. Sie haben mir Grund gegeben, durchzuhalten. Ja, ne? Ja, Sie sind ein Vorbild. Ja gut, ich müsste ja jetzt rein theoretisch... Was, wir bestätigen den Erfolg von Faser. Wir erhalten Berichte über eine riesige Explosion in Hudson Yards. Könnte ein Unfall gewesen sein, aber auch die Cleaners. Wie auch immer, bevor die JTF die Stellung dort aufgab, waren die Yards ein wichtiger Knotenpunkt für Versorgungslieferungen. Wenn wir New York wieder auf die Beine stellen wollen, können wir keine weiteren Rückschläge in dem Gebiet tolerieren. Wir brauchen dort sofort jemanden, der die Situation für uns einschätzt. Kein Problem. Das würde ich gleich mal machen. Das ist ja das Tolle, ich kann mich jetzt auch selber heilen. Also ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal den medizinischen Teil machen. Sie machen gute Arbeit. Mit seinem Umzug zum Queens Tunnel erhöht bis in Aloha! Da geht immer noch auf meine Fertigkeit hier. Und ich laufe halt alleine, das ist natürlich
ungesund für mich. Das ist ja interessant. Gut. Ja. Ach da. Man kann auch nicht in den Schrank. Okay. Was soll das denn jetzt? Handgeschoss. Hä? Mineralwasser. Ist das eine verbackte. Interessant. Achso, mehr ist hier gar nicht. Hä, gibt's hier noch was? Was ist das jetzt? Kann das sein, dass das voll verpackt ist, der Kram? Interessant auf jeden Fall. Ich glaube. Wirklich verpackt, ne? Oh Mann. Ja gut, also es hat ein paar Krankheiten noch, ja. Schwer erkennen kann. Sieht die aber auch gar nicht direkt. Outdoor-Tasche, wie geil ist das denn? Gibt's jetzt hier mehr Stuff oder was? Ah, ich muss Stufe 6 werden tatsächlich. Das hätte ich ja jetzt noch gar nicht gedacht. Aber von mir aus. Ah, war das die eine vielleicht die Tür? Die ich schon mal versucht habe zu öffnen? Nee. Auf jeden Fall müssen wir Stufe 6 werden. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich jetzt hier lang gelaufen bin. Ich bin halt überall lang gelaufen. So, wieder voll. Flüchtlingslager. Okay. Also ist noch ein bisschen, was wir zu laufen haben. Glaube ich, oder? Ach ne, wir sind ja gleich da. Danke für das, was Sie tun. Kein Problem, ne? Gegner Stufe 7. Schnelle Spielersuche. Schwierigkeit. Ja, da gehe ich natürlich nicht alleine ran. Die Frage ist, ob man jetzt auch einen Spieler findet. Das ist mal ganz interessant. Gegner Stufe 7. Das ist natürlich hardcore. Wenn man selber gerade mal 5 ist. Einladung erhalten. Agenten finden Schulden. Die Einladung erhalten. Es ist Ihnen wirklich egal, oder? Ja. Ach, so, da konnte ich teilnehmen. Das müssen wir auch erstmal checken. Agent, hier ist Dr. Kander.
Ich wollte nochmal betonen, wie wichtig es ist, alle Zivilisten zu schützen, denen sie begegnen. Ah. Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige dieser Leute die Dollargrippe überlebt haben. Das bedeutet, sie haben Antikörper im Blut, die ich brauche, um dieses Ding zu bekämpfen. Und die Kranken? Eine breitere genetische Streuung der Virusproben wird uns helfen, die Mutationsrate zu bestimmen. Was eine umständliche Art zu sagen ist, dass die Leute am Leben bleiben müssen, bis ich habe, was ich brauche. Verstanden? Gut. Es ist natürlich ein bisschen pervers, wenn man die anderen so hört. Das macht die Sache nicht gerade besser. Oh mein Gott. Das ist erstmal. Voll ab. Abkacken. Abnippel. Ja, gut, das mit der Heilung, da muss ich echt mal noch. Also.
interessiert mich wirklich, ja. Hört sich wenig. Aber richtig schwer sowas. Das muss ich ja mal sagen. Boah, wie schwer das ist. Wenn die laufen da jetzt hin und dann brennen sie den nächsten wieder. Boah. Aber gut, man wird anscheinend wiederbelebt, kommt wieder zurück zu diesem Checkpoint offenbar. Aber das ist auch schwierig, finde ich. Guck mal, der ging doch schon wieder. Geil, hier.
gibt es nicht. Wie schwer ist denn das? Das ist aber extrem schwer, finde ich. Boah. Ja, also, was soll ich dazu sagen? Ja, am besten wäre natürlich, wenn man jemanden, also wenn man mehrere anscheinend und bessere. Boah, ist das schwierig. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist ja das Schlimme. Jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen, ne? Ich glaube echt, wir müssen wieder von vorne anfangen. Das ist ja schrecklich. Also ich versuche das jetzt noch einmal noch und wenn das nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann weiß ich auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man dieses merkwürdige... Wirklich schlimm. Also ich meine, das vermiest das Ganze so. Man will ja auch weiterkommen. Klar, ich hätte vielleicht so durch die ganze Welt rennen müssen. Ne, jetzt wieder von Anfang? Ja, da haben wir auch schon verlassen. Wie krass ist das?
Da hier hinten. Ist das schlimm, wenn man hier nicht mehr wegkommt. Er hustet sich da ein jedes Mal zurecht. Fangen wir jetzt wieder von vorne an? Ernsthaft? Ich würde sagen, wir machen hier mit dieser Folge Schluss und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Was haltet ihr davon? Ich bin da gut. Bis dahin. Ciao, ciao.